Dindy van der Hoeks Kunst zeichnet sich durch großformatige, teils surreale Unterwasserfotografien aus. Die 39-jährige Künstlerin studierte in Rotterdam und stellte bereits in Los Angeles, London und Tokio aus. Seit sie von ihrem Vater eine alte Unterwasserkamera geschenkt bekam, beschäftigte sie sich immer tiefgreifender mit der Technik. Ich habe eine spezielle Verbindung zu Wasser, seit ich meine ersten Malereien angefertigt habe. Ich habe versucht, die inneren Gefühle auf der oberen Bildhälfte nach außen zu bringen, wie bei Francis Bacons Werken, die mich sehr inspiriert haben. Als ich unter Wasser war, habe ich durch die Reflexion das Bild brechen sehen und habe die Verbindung erkannt. Das benutze ich jetzt in meinen Bildern. Diese Technik hat sie über die Jahre immer weiterentwickelt und so ihren Workflow verbessert und angepasst. Ich arbeite immer noch so, wie ich es als Malerin gemacht habe. Ich beginne mit Entwürfen und kleinen Zeichnungen von dem, was ich machen möchte, und dann gestalte ich alles selbst, sei es das Kostüm, die Haare oder die Schminke der Models. Wenn das fertig ist, mache ich die Fotos im Atelier. Das fertige Bild reproduziere ich nochmals, indem ich die Reflexion des Wassers nutze. Die einzelnen Bilder werden dann digital zu einem zusammengefügt. Mit ihren Werken versucht Dindy, die archetypische Frau und Mutter zum Symbol für den Konflikt zwischen dem inneren und äußeren Gleichgewicht zu machen. Bei den knapp 100 Gästen der Vernissage kommen die Ergebnisse sehr gut an. Also die Technik ist mir immer bei Bildern sehr wichtig. Und da genieße ich diese klaren, ansprechenden, warmen Farben. Und erinnert mich ein bisschen an die Farbigkeit von Picasso. Die bringt einen immer so gleich in Stimmung. Hier würde ich sagen, tatsächlich weckt Emotionen. Und Emotionen ist immer das, was die Kunst eigentlich ausmachen sollte. Das Intellektuelle ja auch, aber ich finde, die Gefühle stehen immer im Vordergrund. Zwischen 2.000 und 6.200 Euro sind die Bilder der Niederländerin wert. Bis zum 16. März kann ihre Kunst noch in der STP-Galerie begutachtet werden.